Aber kommt natürlich drauf an von den Leuten, die jetzt gerade aktuell vor uns sind und noch nicht in der Box waren. Wenn die noch ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen, ein bisschen Zeit rausfahren, könnten die nämlich vor uns landen. Und das würde uns natürlich nicht gerade in die Karten spielen. Aber schauen wir mal, wie es denn am Ende aussehen wird. Hamilton könnte natürlich so eine Gefahr sein für uns, denn er ist ja auf den Roten eben unterwegs gewesen und wird gleich, ich weiß nicht, ob er schon eine Box war, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Runden an die Box gehen. Und dann wird er, denke ich mal, auf den Ultras unterwegs sein. Der wäre dann nämlich eine Gefahr, weil er dann nämlich auf den schnellsten Reifen unterwegs wäre mit einem leichten Auto. Aber da müssen wir mal schauen, wie es nachher aussehen wird. Oh, kleiner Quersteher wieder. Wir haben reichlich Benzin übrig und können den Motor auf Mischung 3 einstellen, wenn du sie brauchst. Ja, ich hab's verstanden, Jeff. Ich mach das doch, du Otto. Ich fahre aber nicht die komplette Strecke auf Fett, denn zum einen möchte ich den Motor schonen und in den Kurven bringt mir Fett eh nicht so viel. Zumal dann kann ich vielleicht wirklich nur diese 2-3 Runden auf Fett fahren und dann muss ich auf Standard oder sogar manchmal auf Mager schalten. So wie ich es natürlich jetzt aktuell mache, schön beim Rausbeschleunigen auf Geraden oder auch bei manchen Kurven, da macht das auf Fett eigentlich mehr Sinn. Denn dann haben wir natürlich die Power, um wirklich vernünftig loszubeschleunigen. Und ich habe das Gefühl, dass wir leicht näher kommen. Obwohl, jetzt sieht es wieder aus, als wäre er weiter weg. Also es ist echt manchmal komisch von Kurve zu Kurve. Entweder wird der Abstand wirklich so groß oder so klein oder das ist halt nur eine optische Täuschung manchmal. Okay, Perez ist jetzt hinter uns mit 8,1 Sekunden. Also ich glaube, der wird wirklich nicht mehr groß in den Kampf eingreifen können. Zumal eben war ja noch Ricardo eigentlich hinter uns. Also ich denke mal, dass er da wahrscheinlich in einem Kämpfchen mit ihm unterwegs ist. Und Verstappen sieht auch schon die Fahrzeuge vor sich. Aber das sind, denke ich mal, wirklich Autos, die noch die noch nicht in der Box waren. Von daher könnten wir da eventuell Nutzen genießen, denn die werden ihn hoffentlich ein bisschen aufhalten. Und da wir ja eh leicht näher gekommen sind in der letzten Runde. Ah nein, jetzt habe ich auch noch eine 3-Sekunden-Strafe, ich glaub's nicht. Verdammt. Ja, manche Kurven, das Problem ist, bei manchen Kurven kann man so weit über den Körper fahren, bei manchen nicht. Und da habe ich es leider gerade etwas übertrieben. Ach, verdammt. Das heißt, wenn ich an Verstappen dran bin oder ihn vielleicht sogar überhole, dann muss ich noch 3 Sekunden rausfahren. Ja, das kann ja was werden. Prost Mahlzeit. Aber er wird auf jeden Fall gerade aufgehalten. Wenn ich es richtig gesehen habe, war es ein Renault. Ja, das ist Hülkenberg. Und der hält den gerade richtig groß auf. Das ist gut. Jetzt bin ich nämlich quasi wieder im DRS-Fenster von Verstappen. Und kriege auch DRS. Ich weiß nicht, ob ich schon Angriff starten kann. Also Verstappen versucht, Hülkenberg zu kriegen. Und wir versuchen es. Etwas verbremst, zu weit rausgekommen. Aber es hat funktioniert und Verstappen ist auch vorbei an Hülkenberg. Und der nächste auf unserer Liste wird Palmer sein. Also noch ein Renault. Das heißt, die Renaults haben wirklich eine interessante Strategie auf dem Kerbholz. Palmer fährt hier mit gelben Reifen. Ich könnte mir vorstellen, dass der dann gleich wirklich auf die Ultras wechseln wird. Aber ich denke mal, das wird ihn jetzt nicht so übertrieben weit nach vorne spülen. Denn der Pulk, ja, also er wird, denke ich mal, schon einige Positionen verlieren. Aber vielleicht, wenn ich gut an ihm vorbeikomme, könnte er mir ein Puffer sein für Verstappen. Denn ich brauche ja diese 3 Sekunden. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Aber ich komme zumindest auf der Geraden hier ein bisschen von ihm weg.
eine halbe Sekunde haben wir schon. So, Palma, jetzt bleibt mir aber bloß nicht im Weg stehen. Genau, jetzt hängst du mir hier in der... hält mich ein bisschen auf, schade. Ich habe gehofft, dass er mich da etwas besser durchlässt. Oh, aua, na, jetzt habe ich einen Flügel gelb. Na, klasse. Muss ich halt hier ein bisschen... Ja, toll, jetzt muss ich ihn auch noch vorbeilassen. Na, super. Und Verstappen ist natürlich auch durch, war ja klar. Ach, meine Güte, Palma, du fährst hier aber auch wie eine Gurke, ey. So, jetzt werde ich nochmal versuchen, an ihm vorbeizukommen. Ich bin ja nah genug. Wieder weit rausgekommen. Auch beim Bremsen hat sich das Auto etwas komisch verhalten. Ich bin nämlich etwas nach links abgerutscht gerade. Was etwas komisch ist, denn ich habe eigentlich nach eigentlich ziemlich mittig gelenkt. Vielleicht muss ich auch mal mein Lenkrad mal nachher mal kontrollieren. Obwohl, ich habe es jetzt gerade. Jetzt zeigt das mir auch gerade an. Keine Ahnung warum. So. Verstappen hängt mir natürlich direkt am Arsch. Raikön ist aktuell nur Zweiter. Dann könnte es sein, dass Hamilton momentan noch vor ihm ist. Dann war der wirklich nämlich noch nicht an der Box. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt diese oder nächste Runde dann spätestens an der Box ist. Denn 10 Runden kann man locker mit den Ultras durchfahren. Vor allem, wenn er dann neue Ultras hat, dürfte das funktionieren. Wir sehen, Raikön ist kurz vor Start und Ziel und Hamilton ist schon in dieser ja langgezogenen Kurve. Der war definitiv noch nicht an der Box. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das wäre ja, dann hätte er quasi pro Runde 3-4 Sekunden gut machen müssen und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und Verstappen, der versucht alles, um hier an mir dran zu bleiben. Er weiß natürlich, denke ich mal, dass ich auch die 3 Sekunden Strafe habe. Also das könnte eine sehr enge Kiste werden für mich. Ach nee, das war Bottas, der noch da war. Ah. Ja gut, der war halt sehr früh an der Box auf den gelben. Aber wieso fällt er denn jetzt auf einmal hinter Raikön zurück? Hatte so viel Speed verloren, dass Raikön wieder an ihn dran kam. Oder der Punkt eben war gar nicht... Hamilton oder Bottas, sondern irgendein anderes Auto nur. Dass ich mich da gerade verguckt habe, denn die sind jetzt gerade sehr nah beieinander. Vielleicht waren die Punkte auch eben sehr nah beieinander. Aber Bottas zu kriegen, glaube ich, könnte für uns unmöglich werden, denn der ist über 17 Sekunden bereits weg. Und der Kampf hier mit Verstappen, der raubt mir eher Zeit, als wie dass ich Zeit gewinne. Und man muss natürlich weiterhin auch daran denken, dass Bottas ein Mercedes fährt, der natürlich um einiges schneller ist. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich hier ein bisschen Zeit gewinnen kann wieder. Halbe Sekunde sind wir vor Verstappen. Und da hätte ich es fast wieder weggeschmissen. Das kann doch nicht sein. Und jetzt hängt er mir wieder direkt am Heck dran. Oh Mann, ey. Also das mit den 3 Sekunden, das sieht momentan nicht so gut aus. Im Gegenteil. Es könnte sogar sein, dass Verstappen gleich einen Angriff gegen uns startet auf der Geraden. Denn im DRS-Fenster ist er alle Male und ja, Windschatten hat er natürlich auch. Das könnte jetzt haarig werden für mich. Also das wären jetzt ein paar interessante 8 Runden noch bis zum Schluss. Aber so wie es aktuell aussieht, werde ich auf den 4. Platz zurückfallen, denn der Abstand ist halt einfach viel zu klein. Wegen der Strafe. Wenn es jetzt keine Strafe gewesen wäre, dann könnte ich es vielleicht die 8 Runden lang mit Verteidigen probieren. Aber jetzt muss ich natürlich wirklich Gas geben, um die Position gegenüber Verstappen zu behaupten. Vor allem direkt hinter Verstappen. Nicht weit weg, es sind noch mehr Autos. Jetzt hoffe ich, dass das gerade funktioniert hat. Ich habe gerade ein bisschen ausgebremst. Ja, scheint aber nichts vom Flügel weggeflogen zu sein. Scheiße. Ich habe gehofft, dass er sich den Flügel an mir kaputt fährt. Um so ein... das ist zwar kein netter Trick jetzt gegenüber Verstappen, aber...
Der hat mir halt schon das ein oder andere Rennen ein bisschen kaputt gemacht. Und, ja. Alter Schwede, was war das denn für ein Überholmanöver? Das war ja quasi wie in der echten Formel 1. Der Verstappen-Kamikaze-Style. So. Das war sehr knapp an der Wand. Alter Schwede. Verstappen fällt leicht zurück. Vielleicht hat er sich doch gerade etwas abgefahren. Oder der Angriff war gerade ein bisschen, dass ich ihn überrumpeln konnte, als ich mich zurückgeholt habe. Denn wir haben ihn fast aus dem DS-Fenster. Und dahinter war, glaube ich, ein Renault, wenn ich es gesehen habe. Und wenn der Renault versucht, ein Kämpfchen mit ihm da auszutragen, könnte mir das helfen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Gas geben. Einfach nur Gas geben. Versuchen so gut wie möglich hier die, die Lücke zuzufahren. Beziehungsweise eine größere Lücke rauszufahren. Jeff, ich weiß Bescheid. Das wären echt noch sehr interessante 7 Runden. Ja, so weit weg ist er jetzt nicht. Aber ich glaube, zumindest ist aus dem Windschatten haben wir ihn jetzt raus. Und der S dürfte er eigentlich auch nicht mehr kriegen. Ah, doch, der S kriegt dann noch 0,9. Wenn wir jetzt noch eine kleine Schippe drauflegen, dann haben wir zumindest schon mal aus dem DRS-Fenster. Das könnte gleich Start und Ziel vielleicht schon soweit sein, wenn ich jetzt hier die Kurven gut hinkriege. Er ist halt immer noch sehr nah dran. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir die nötigen Zehntel. So, jetzt Vollgas. 1,5, sehr schön. Den haben wir aus dem DS-Fenster. Und jetzt müssen wir Vollgas geben. Jetzt können wir hoffen, dass er jetzt nicht näher kommt. Und dass dadurch, dass er keinen DRS und keinen Windschatten hat, dass er dadurch auch nicht unbedingt unserer Pace mithalten kann. Dann wäre der dritte Platz möglich. Also, das wäre schon ein gutes Ergebnis. Da wir ja von 11 gestartet sind. Wäre nicht verkehrt. Allerdings muss ich sagen, halt ersten und zweiten unerreichbar. Schon der zweite so weit weg, wie der ist. 22,7 Sekunden sind es mittlerweile. Und ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich, ja, es sind ja noch 6 Runden, dass er uns pro Runde mindestens eine Sekunde draufhaut. Denn so schnell kann ich jetzt auch nicht mehr mit dem Haas unterwegs sein. Da ich halt einfach nur versuchen muss, hier gerade die Lücke rauszufahren, aber auf, sag ich mal, richtig Zeitenjagd kann man hier so im Rennen eh nicht gehen. Von daher, wir werden versuchen, diese Lücke groß rauszufahren. 1,5 Sekunden sind es noch. Der Kurvenausgang war jetzt nicht optimal und auch der Kurveneingang war jetzt nicht so gut. Ich hoffe, dass von denen, die hinter Verstappen sind, vielleicht der eine oder andere noch versucht, ihn anzugreifen. Denn da sind mehrere Autos in Schlagdistanz. So, sag ich mal, ein, zwei Autos sind definitiv hinter ihm, die ihm gefährlich werden können. Und da hoffe ich so ein bisschen auf Schützenhilfe. 1,9 Sekunden sind es jetzt. 1,1 Sekunden brauchen wir noch mindestens, um vor ihm zu bleiben. Wegen der 3 Sekunden Strafe. Das wird, denke ich mal, eine ziemliche Zitterpartie bis zum Ende. Aber das wäre auf jeden Fall sehr geil. Also, wenn wir das noch hinbekommen würden, aufs Treppchen zu kommen. Natürlich haben wir von dem Ausfall von Vettel profitiert. Und auch die Kabeleien zwischen Hamilton und Verstappen haben uns, glaube ich, beziehungsweise nicht Kabeleien zwischen Hamilton und Verstappen, sondern eher die Tatsache, dass als ich mich fast weggedreht habe, mehr Hamilton noch reingekracht ist,
Und er dadurch halt hinter Verstappen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viele Plätze er nach hinten gerutscht ist dadurch. Der hätte uns halt gefährlich werden können, weil er halt auf einer ganz anderen Strategie unterwegs war. Aber das Risiko ist jetzt quasi nicht mehr vorhanden. Und der Abstand ist jetzt 2,2 Sekunden, also 0,8 Sekunden brauchen wir noch. Wenn wir jetzt in dem Tempo so weitermachen, könnte das wirklich noch was werden mit den 3 Sekunden. Aber dafür müssen wir wirklich fett fahren, so gut wie möglich, beziehungsweise da, wo es geht. Okay, Abstand zum führenden 3,8 Sekunden. 2,7, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir haben in der Runde ihm jetzt 0,5 oder 0,6 Sekunden draufgehauen. Das ist nicht verkehrt. Aber ich darf natürlich auch keine Fehler machen. Denn ein Verbremser oder so, das könnte dann schon es gewesen sein. Es wird auf jeden Fall sehr spannend zum Ende. Also da kann man definitiv von ausgehen. 3 Sekunden, wir haben die 3 Sekunden, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Denn wie gesagt, es kann uns ein Fehler passieren oder Verstappen wird auf einmal wieder schneller. Oder halt unsere Reifen brechen ein und wir werden langsamer. Von daher, ich werde versuchen, so viel Abstand wie möglich rauszufahren. Damit das irgendwie möglich ist. Und wir haben, man muss bedenken, wir haben vorne rechts den Flügel gelb. Also dafür sind wir eigentlich relativ schnell unterwegs. Wir sind zwar um einiges langsamer wie Raikön, der hier eben eine absolute Bestzeit rausgefahren hat. Und der Abstand ist jetzt auf 2,9 Sekunden runtergegangen. Also ein paar Zehntel hoch und runter kann passieren. Und nach aktuellem Stand wäre er nämlich dann wieder vorbei an uns. Also das ist wirklich auf Messerschneide gerade. Na komm schon. Jetzt sind es 3,7 Sekunden, also was auch immer jetzt gerade passiert ist. Aber wie gesagt, darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Denn in der Formel 1 kann so einiges passieren. Es kann rein theoretisch ja sogar in der letzten Runde noch Raikön oder Bottas ausfallen. Denn, ich sag mal, der Ausfall von Vettel war natürlich auch sehr eigenartig und sehr unerwartet. Da er da ja so souverän in Führung lag. Also, natürlich, wenn er jetzt nicht ausgefallen wäre, dann wäre das Treppchen für uns eh unmöglich gewesen. Denn, man muss ganz ehrlich sagen, die beiden Ferraris sind viel, viel schneller wie wir. Und auch Bottas ist aktuell schneller unterwegs wie wir. Und wie gesagt, mit dem Rutscher, den ich eben hatte und dem Hamilton-Stoßer, wer weiß, ob wir sogar überhaupt an Hamilton vorbeigekommen wären, beziehungsweise ob, wir waren ja an ihm schon vorbei, aber ob er hätte die Lücke nicht eventuell sogar wieder zufahren können. 3,5 Sekunden. Noch ein bisschen von der hier und 3 Runden und dann hätten wir es geschafft. Ich glaube, er könnte eventuell ein paar Kämpfen gerade sein, dass er deswegen so viel Zeit verliert. Oh, jetzt sind es sogar 4,1 Sekunden, also entweder hat er Probleme am Auto oder er muss sich gerade selber gegen Autos verteidigen. Das ist natürlich definitiv zu unserem Vorteil. Aber trotzdem, 4 Sekunden ist jetzt auch noch nicht so ein Riesenabstand. Ich brauche nur einen groben Fehler machen, dann wäre alles hinüber. Und ich habe schon wieder etwas verloren. Jetzt sind es nämlich nur 3,8. Puh.
Ja, in der Formel 1, da geht es wirklich um jede Zehntel, Tausendstel. Also, da kann wirklich ein Wimpernschlag entscheidend sein. Sind es wieder. Es geht ein bisschen rauf und noch hoch, habe ich das Gefühl, dass vielleicht der eine oder andere Sektor bin ich schneller, auf dem anderen Sektor ist der Verstappen schneller, dass dadurch diese leichten Zeitunterschiede zustande kommen. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Ja, und zu Bottas 26,6 Sekunden, da ist nichts mehr möglich. Weil zum Beispiel hier im letzten Sektor, glaube ich, da gewinnen wir gut. Da sind wir jetzt bei 4,4 Sekunden. Ich habe eher das Gefühl, dass der Sektor, der hier quasi anfängt, also der erste Sektor hier, vor allem mit dieser langgezogenen Kurve und den sehr engen Rechtskurven, dass das so ein bisschen unser Manko ist. Ich glaube, der dritte Sektor, der ist der Sektor, der uns die meiste Zeit gut gibt und der zweite so ein bisschen. Ja, der erste Sektor ist der Sektor, wo wir verlieren. Da haben wir nämlich wieder nur noch 3,8. Also das ist definitiv entweder mein schwacher Sektor oder sein übertrieben starker Sektor. Ich würde eher sagen, mein schwacher Sektor. Denn wenn er so einen starken Sektor hätte, wäre er wahrscheinlich auf Räikkönen-Niveau und dann wäre er, glaube ich, näher dran. Ich glaube, Räikkönen, der fährt, glaube ich, 3 Sekunden schneller oder so als wir. 3,4, er kommt näher. Also jetzt habe ich anscheinend gerade auch im zweiten Sektor ein bisschen Zeit liegen lassen. Oder er fuhr die ganze Zeit auf Standard und fährt jetzt auf Fett. Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich ein großes Problem für uns. Aber es sind nur noch, ja, quasi eine Runde. Jetzt kommt es drauf an. 3,6. Oh, Perez ist an Verstappen vorbei. Perez ist an Verstappen vorbei. Und das könnte ein Problem werden, denn Verstappen, wie gesagt, ich glaube, er hatte dann leichten Schaden am Flügel vielleicht. Und Perez hat natürlich den Vorteil, dass er den Mercedes-Motor im Auto hat. Das könnte eine sehr enge Kiste werden. Also jetzt heißt nicht unser Gegner Verstappen, sondern Perez. Ich werde jetzt wahrscheinlich die ganze, nicht die ganze Runde, aber ich werde, glaube ich, jetzt mehr Benzin verbrennen und es sind nur noch 3,2 Sekunden. Das könnte ein Problem werden. Der kommt in Riesenschritten näher. Alter Schwede. Das könnte wirklich für uns in die Hose gehen, dass Perez wirklich vielleicht noch aufs Treppchen kommt. Dabei haben wir ja die letzten Runden so gut Vorsprung rausfahren können zu Verstappen, aber natürlich Perez, denke ich mal, hatten genau 3 Sekunden. Aua. Perez hat natürlich, denke ich mal, ein Auto, was auch heile ist und halt den Mercedes-Motor. Es liegt quasi jetzt kaum noch in meiner Hand. Die letzten zwei Kurven muss ich noch gut bekommen und dann kommt es darauf an, wie schnell Perez näher kommt, beziehungsweise ob Perez überhaupt noch näher kommt. Ab diesem Moment kann ich eh nichts mehr machen und jetzt müssen wir darauf warten, auf das Ergebnis. Und wir sind Dritter. Wow. Der Abstand kann aber nicht sehr groß gewesen sein. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute war das für mich der Haas-Pilot. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr schön. Wir wurden sogar zum ersten Mal gelobt, dass wir ein guter Fahrer waren. Sehr schön. Wir kriegen natürlich jetzt hier auch ein paar Pünktchen, die uns hoffentlich in der Ressourcen- bzw. in der Upgrade-Abteilung ein bisschen helfen werden. So. Ja, straffrei, ja, wegen meiner 3 Sekunden Strafe halt. Ein bisschen doof gelaufen. Aber es sieht sehr gut aus für uns. Allerdings Mercedes und Ferrari wieder Nullruf. Warum auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen. Er sollte ja zumindest auf einem gewissen Stand bleiben, meiner Meinung nach. Aber irgendwie ist er immer wieder auf Null zurück. Aber ich würde sagen, wir haben uns eigentlich gar nicht so doof angestellt. Also wir haben ganz gut was gerissen hier am Rennwochenende. Und wir haben wieder eine Präferenz zur Auswahl. Time Attack in Österreich oder Checkpoint-Herausforderung in Brasilien. Ja, mal gucken, was wir davon nehmen werden. Ich weiß noch nicht, für was ich mich entscheide. Ich würde aber sagen, dass diese Entscheidung vertagen wir dann auf das nächste Mal. Und würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!